Nun will ich dir von der Kleinen erzählen. Vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945, endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Mit der Niederlage Hitler-Deutschlands öffneten sich die Gefängnisse und Konzentrationslager auch für die politischen Häftlinge. Die Zahl der Überlebenden war gering verglichen mit den unzähligen Opfern. Wir lesen aus dem Briefwechsel von Olga Benario und Luis Carlos Prestes. Olga Benario, 1908 geboren, lebte in einer jüdisch-deutschen Familie in München. Der Vater war Sozialdemokrat und Rechtsanwalt. Früh schloss sich die intelligente und attraktive Tochter der kommunistischen Bewegung an, ging 1929 in die Sowjetunion, wurde dort zur Agentin ausgebildet. 1934 schickte man sie mit einem illegalen Auftrag nach Brasilien. Sie begleitete Luis Carlos Prestes. Luis Carlos Prestes, 1898 in Porto Alegre geboren, war Hauptmann der brasilianischen Armee, ein Abenteurer und bürgerlicher Offizier, der zu Marxisten mutierte, sich den Kommunisten anschloss und aus der Armee desertierte. Nachdem der Politiker Getúlio Vargas 1930 mit einem Putsch das Präsidentenamt eroberte, bot er Prestes ein hohes Militäramt an. Prestes lehnte ab und wurde zum Staatsfeind. 1935 erreichten Olga Benario und Luis Carlos Prestes Brasilien, um dort einen kommunistischen Aufstand zu organisieren. Aus dem amtlichen Ehepaar war inzwischen ein wirkliches Liebespaar geworden. Der Aufstand brach unvorbereitet aus. Benario und Prestes wurden verhaftet. Ende September 1936 wurde Olga im siebten Monat schwanger nach Deutschland ausgeliefert. Im Oktober 1936 kam sie ins Gestapo-Frauengefängnis in der Berliner Barnimstraße. Wenige Wochen später brachte sie ein Mädchen zur Welt, Anita Leocadia, die Kleine. Luis Carlos Prestes wurde im Mai 1937 wegen Desertation zu 16 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Strafverschärfend wurde er in Isolation gehalten, also in einer Einzelzelle. Berlin, 15.05.1937. Carlos, mein Lieber, es ist erstaunlich, was so ein kleines Wesen schon für eine Mimik hat. Freude, Langeweile, Hunger, Müdigkeit, alles das kann man in diesem Gesichtchen lesen. Sie selbst versteht es auch sehr genau, was man von ihr will, ob man scherzt oder ernst ist oder gar schimpft. Wenn ich ihr zu trinken gebe und sie bloß auf den Schoß nehme, dann reißt sie schon ihr Mündchen wie ein hungriges Vögelchen auf. Wenn wir zusammen Gespräche führen, so packt sie mich an der Nase und an den Haaren und ich würde dir gerne wünschen, dass sie dir auch einmal ein Büschel Haare ausreißt, so wie sie es bei mir immer macht. Du müsstest mal beim morgendlichen Bad dabei sein können. Es gefällt ihr außerordentlich, im warmen Wasser zu planschen. Wenn dann alles abgeseift ist, kommt sie in ein großes Tuch zum Abtrocknen. Da liegt dann so ein weißes Paket, das zappelt und ab und zu schaut ein Ärmchen oder Beinchen heraus. Trockne ich ihr Gesicht und Kopf, so heult sie. Reibe ich ihr den Rücken, so quietscht sie vor Vergnügen. Und wenn das Bäuchlein drankommt, so lacht sie aus vollem Halse. Das ist jeden Tag das Gleiche. Und immer wieder habe ich meine Freude daran. Als Zeichen ihrer besonderen Gunst bekomme ich auch manchmal so ein kleines Fingerchen in den Mund gesteckt und denke, dass auch der Papa Carlos das mal dürfte. Gesundheitlich geht es mir jetzt einigermaßen. Das Fieber nach der Entbindung habe ich überwunden. Du weißt es ja selbst. Der Mensch ist zäh. Im Hof steht ein Baum. Und darauf nistet eine Vogelfamilie. Es sind wohl Stare. Zuerst haben sie gebrütet und jetzt sind die Jungen da. Man sieht, wie sie immer wieder mit Würmchen und Ähnlichem kommen, um ihre Kleinen zu nähren.
Ich schaue ihnen zu und muss dabei immer wieder an uns denken. Nur die ach so klugen Menschen bringen es wohl fertig, eine Familie so auseinanderzureißen, wie man es mit uns gemacht hat. Ein ganzes Meer liegt zwischen uns. Und doch sind wir einander so nah. Rio de Janeiro, 22. Juni 1937. Meine geliebte Kleine, ich danke dir sehr für deine schönen Beschreibungen vom Leben unserer Kleinen. Jeder deiner Sätze ist ein kleines, schönes Bild. Wenn ich deine Briefe lese, ist mir, als ob ich unsere Kleine hier bei mir habe, in ihrer Wiege, mit Beinchen und Ärmchen wackelnd, die ganze Zeit brabbelnd und lachend. Ich kann mir ihr Lachen gut vorstellen, denn auf Portugiesisch heißt es, das Kind vom Fisch ist ein Fischlein. Und ich werde nie jene fröhliche Kleine vergessen, die lachen konnte und mich noch mehr zum Lachen brachte. Meine Bibliothek ist noch sehr armselig. Doch am schlimmsten ist es, wenn ich dann in den Büchern etwas Bemerkenswertes entdecke und du nicht da bist, um die Freude mit mir zu teilen und die Freude so verloren geht. Du hast mich zu sehr verwöhnt, meine Liebe. Aber das wird sich alles ändern. Wir können nur tun, was in unserer Macht steht, um diese Situation zu ertragen und auf den glücklichen Tag warten, an dem wir wieder zusammen sind. Archimedes hat gesagt, gib mir einen Punkt, auf dem ich stehen kann und ich hebe die Welt aus den Angeln. Im Bereich der Gefühle haben wir diesen Punkt, denke ich. Bist du einverstanden? Berlin, 28. Juli 1937. Carly, mein Lieber, was du über Archimedes, seinen Stützpunkt und die Welt der Gefühle sagst, so scheint mir in diesem Fall der alte Grieche mehr Materialist zu sein als du. Aber trotzdem, ich bin einverstanden. Ich schicke dir mit dem Brief ein vierblättriges Kleeblatt. Ich bin zwar nicht abergläubig, aber die ganzen Monate stelle ich nun Anitas Bettchen auf ein kleines Stück Rasen in unserem Hof. Und gestern, völlig zufällig, habe ich dies gefunden. Nun, Glück können wir wahrlich gebrauchen. Rio de Janeiro, 30. Juli 1937. Meine geliebte Kleine, wie geht es dir? Und unserer kleinen Anita Leocadia. Du sprichst von Schwindel und davon, dass es dir im Juni gesundheitlich nicht so gut ging. Was ist los, Liebe? Gewiss, ich kann nichts tun, um dich zu unterstützen, aber nur, wenn ich von dir höre, werde ich etwas ruhiger. Du solltest jemanden wie Mama an deiner Seite haben, der sich um dich kümmert. Meinst du nicht, man sollte damit beginnen, unserer Kleinen etwas Kuhmilch zu geben? Dann würde sie dir nicht so viel abverlangen. Aber es ist wirklich dreist von mir, mich aus so großer Entfernung in diese Dinge einzumischen. Verzeih mir. Ich lebe immer in dieser süßen Illusion, bei dir zu sein. Wie steht es um deine Portugiesisch-Studien? Hast du schon Guarani gelesen? Um dich beim Portugiesisch-Lernen zu unterstützen, schicke ich dir heute eine schöne portugiesische Übersetzung der wunderbaren Lyrik Goethes, das Heideröslein. Sag mir, ob diese Übersetzung nicht nur schön, sondern auch eine getreue Wiedergabe ist. Ich habe sie vor einigen Tagen in einer Zeitschrift gefunden. Vielleicht erinnerst du dich beim Lesen wieder an einige der Kindergeschichten, denen du so gerne zugehört hast, wenn ich sie dir erzählte. Berlin, 9. August 1937. Carlos, mein Lieber, abends um 6, wenn sie ihre Milch getrunken hat, haben wir ein Plauderstündchen. Ich darf dann mein Bett herunterlassen, das tagsüber gegen die Wand gelehnt sein muss. Darüber breite ich eine Decke, setze die Kleine darauf und mich dazu. Ganz schnell kommt sie dann her, um mit mir zu spielen. Ich muss ganz stillhalten und mit ihren kleinen, weichen und warmen Händen fährt sie mir im Gesicht herum. Tut sie mir weh und ich schneide eine Grimasse, so ist es noch viel schöner und sie lacht hell auf.
Sie weiß ganz genau, dass ihr dieses Spielstündchen zusteht. Und wenn ich noch etwas zu tun habe, so schimpft sie. Und ihre Augen folgen mir bei jedem Schritt voll Erwartung. Augenblicklich stricke ich für den Winter eine Hose für sie. Sie ist gar nicht einverstanden, wenn Mutters Augen immer auf das Strickzeug gerichtet sind. Sie erinnert mich dabei an jemanden, der sich bei der gleichen Gelegenheit ebenso verhielt. Jetzt ist sie auch groß genug, dass man sie recht fest in die Arme drücken kann. Sie legt einem dann beide Ärmchen um den Hals, schmiegt sich an und quietscht vor Freude. Anderen Menschen gegenüber ist sie jetzt viel zurückhaltender geworden. Sie schaut diese neugierig an und dann sieht sie fragend nach mir, als ob sie meine Meinung dazu wissen wollte. Rio de Janeiro, 18. August 1937. Meine geliebte Kleine, wie geht es dir gesundheitlich? Du sagst, du seist traurig und müde, aber ich bin sicher, dass du immer sehr auf deine Gesundheit achtest, nicht wahr? Die Hoffnung, von neuem so glückliche Tage mit dir erleben zu können wie die, welche wir zusammen verbracht haben, gibt mir die Kraft, unsere derzeitige bedrückende Lage zu ertragen. Aber wie lebst du? Erzähle mir alles, was möglich ist. Deine Nachrichten waren zuletzt recht knapp. Warum? Was liest du? Hast du die Bücher, die Mama dir gesandt hat, erhalten? Ich hoffe, du beantwortest alle meine Fragen aus meinen vorherigen Briefen und ich warte auch auf genaue Berichte über unseren Liebling, auf Informationen über ihre Fortschritte. Was kann, was soll ich dir von meinem Leben erzählen? Um die Gesundheit steht es nicht schlecht. Ich bin schon weniger mager. Die Verpflegung ist jetzt besser, abwechslungsreicher. Ich verbringe die Tage lesend, von morgens bis abends. Allein für das Lesen der Zeitungen brauche ich einige Stunden, denn ich lese mit großer Aufmerksamkeit den gesamten Telegrafendienst und verfolge alle Geschehnisse auf der Landkarte. Glücklicherweise habe ich bereits ein gutes Universallexikon mit Landkarten von allen Ländern der Welt. Wie viel hätten wir uns jetzt zu erzählen? Was? Berlin, 7. September 1937. Mein lieber Carlos, in der letzten Zeit geht Anitas Entwicklung viel rascher vorwärts. Fast täglich kann sie etwas Neues. Abends, nach unserem Spielstündchen vor dem Schlafengehen, wird sie gewaschen. Da ich warmes Wasser zu dieser Zeit nicht mehr bekommen kann, so nehme ich kaltes. Das scheint der Kleinen aber recht ungemütlich zu sein. Sie zappelt und krümmt sich und muss dann doch wieder lachen. Ist sie dann wieder angezogen, so nehme ich sie auf meinen Schoß, die Haare werden gebürstet und dann bekommt jedes Füßchen, jedes Knie, beide Hände und beide Bäckchen je einen Kuss von dir und von mir. Zum Schluss drücke ich das ganze Paket recht fest an mein Herz und dann geht es schnell ins Bett. Es ist nicht nötig, dir zu sagen, was dieses Kind für mich ist. Immer und immer wieder unterbreche ich meine Tätigkeit in der Zelle, schaue diesem kleinen Wesen zu und freue mich daran. Weißt du, wenn man ihren Kopf zwischen beide Hände nimmt, so ist es ungefähr dasselbe Gefühl, als ob man ein kleines Vögelchen hält. Man möchte eiserne Arme haben, um von diesem geliebten Menschlein alles Übel dieser Welt fernhalten zu können. Und dabei ist man selbst so wehrlos. Olga Benario wusste, dass man ihr das Zusammensein mit der Tochter nur eine begrenzte Zeit genehmigen würde. Sobald der Gefängnisarzt seine Zustimmung erteilte, würde sie ihr Kind verlieren. Sie wusste, dass sich Prestes Mutter, Donna Leocadia, bei der Gestapo bemühte, das Sorgerecht für die Enkeltochter zu erhalten. Sollte dies nicht glücken, käme das Kind in ein Heim. Schon seit längerer Zeit steht die Frage, dass das Kind auf die Dauer nicht bei mir bleiben kann. Es ist mir noch ganz unausdenkbar,
wie ich auch noch mit dieser Trennung fertig werden soll. Mama hat sich bereit erklärt, die Kleine zu sich zu nehmen. Nun, du wirst mir glauben, dass ich um jeden Tag zittere, den ich noch unsere Kleine bei mir habe. Jetzt wird es hier wieder Herbst. Schon der zweite in Deutschland und im Gefängnis. Weißt du, manchmal packt mich eine furchtbare Angst, dass es sein könnte, dass wir uns niemals wiedersehen. Aber das sind Stimmungen, provoziert durch die ganze Umgebung und zum Teil auch durch die Lage. Erst dieser Tage haben einige Umstände dazu geführt, dass ich mehr noch als sonst an dich dachte. Der Gedanke, wie lieb ich dich habe und wie treu ich dir immer sein will, wird mir auch für die Zukunft eine feste Stütze sein. Nicht wahr, Lieber? Du bist mir nicht böse, wenn ich dir auch von meinen traurigen Gedanken spreche. Haben wir doch auch in der Vergangenheit so manches gemeinsam getragen und ist es uns dadurch leichter gewesen. Rio de Janeiro, 20. September 1937. Meine geliebte Kleine, du fragst nach meinen Vorstellungen zur Erziehung unserer Kleinen, aber meine Erfahrung ist hier so klein und so groß wie die deine, Liebe. Ich denke, vor allem in den ersten Kindheitsjahren ist die mütterliche Intuition allen Theorien überlegen. Aber abgesehen von dem, was ich dir in meinem Brief vom 16. Juli gesagt habe, lass uns ein wenig davon sprechen, dass man anfangen sollte, all ihren Wünschen Grenzen zu setzen. Du sagst, dass sie dich, wenn du ihr etwas wegnimmst, überrascht ansieht und das Nein noch nicht verstehen will. Ja, das stimmt und ist ganz natürlich. Doch es ist notwendig, ihr immer wieder geduldig und behutsam dieses manchmal so schwere Nein zu sagen. Und man muss es schaffen, dieses Nein von Anfang an zu sagen. Denn später wird es schwerer für dich und unverständlich für sie sein. Kinder sind sehr konsequent, Liebe. Sie haben ein gutes Gerechtigkeitsgefühl und können es nicht verstehen, wenn man ihnen heute etwas verbietet, was man ihnen gestern erlaubt hat. Aber wir, die Erwachsenen oder die Eltern, sind im Allgemeinen äußerst inkonsequent. Heute erlauben wir den Kindern gut gelaunt, etwas zu machen oder zu haben, und morgen, wenn wir schlecht gelaunt sind, verbieten wir es ihnen. Man muss Regeln für das Leben des Kindes aufstellen und es von Anfang an daran gewöhnen, diese zu respektieren. Man muss sich ihnen gegenüber gerecht verhalten und vor allem sehr, sehr konsequent sein. Eine Mutter findet immer einen behutsamen Weg, ihrem Kind das Nein begreiflich zu machen, nicht wahr? Aber ist es nötig, dir das alles zu sagen? Wie sonst auch sind wir uns wieder einmal einig, nicht wahr? Doch ich muss dir noch etwas über mein Leben erzählen. Das höchste Militärgericht hat bereits am 13. September meine Verurteilung bestätigt. Aber ich habe noch das Recht, Revision einzulegen. Meine Lage hat sich nicht verändert. Ich bin weiterhin vollständig isoliert. Nur mein Anwalt darf mich besuchen. Es ist schon viel, dass ich einige Zeitungen lesen darf, aber es fällt mir recht schwer zu verstehen, was sich abspielt im Land. Die politische Situation in Europa verstehe ich besser als die hiesige. Berlin, 24. September 1937. Mein lieber Carly, glücklicherweise kann Anita noch immer bei mir sein. Der Gefängnisarzt hat neuerdings nochmals die Trennung abgelehnt, da ich noch immer imstande bin, das Kind selbst zu nähren. Ich habe nie gedacht, eine solche Fähigkeit zur Milchkuh zu haben. Sicher aber ist es diesem Umstand zu verdanken, dass die Kleine bis heute noch nicht einmal einen Schnupfen gehabt hat. Du fragst, wie wir leben. Nun, am besten ist, ich beschreibe dir einen Gefängnistag. Morgens zwischen 5 und 6 wacht Anita auf und fängt zu spielen an. Vor 6 Uhr lasse ich mich aber bei ihr nicht sehen, denn sonst will sie nicht mehr im Bett bleiben. Punkt 6 Uhr gebe ich ihr zu trinken. Danach habe ich alle Hände voll zu tun, denn um 7 muss ich selbst fertig sein und den Boden meiner Zelle gewaschen haben.
Um 7:30 frühstücke ich und um diese Zeit schläft Anita meistens eine halbe bis eine Stunde. Ich benütze diese Pause zum Zeitungslesen, wenn ich nicht Wäsche waschen oder Ähnliches muss. Um 9:30 turnt, badet und frühstückt zum zweiten Mal die Kleine. Um 10:30 gehen wir in den Hof. Bei gutem Wetter bleibt Anita in ihrem Bettchen bis 2:30 draußen und schläft, während ich nach 45 Minuten wieder in die Zelle zurück muss. Nun, dann gibt es Mittagessen und bis zum Holen der Kleinen lese oder handarbeite ich. Um 2 bekommt Anita ihr Mittagessen und spielt hinterher. Meistens schläft sie nochmals eine halbe Stunde, gegen 4 Uhr nachmittags. Um 5:30 bekomme ich Abendbrot und hinterher gebe ich auch der Kleinen zu trinken. Dann machen wir Plauderstündchen. Bis um 7, wo die Kleine zum Schlafen ins Bett kommt. Da es um diese Zeit jetzt schon dunkel ist und man kein Licht macht, so bleibt auch mir nichts anderes übrig, als mir was Schönes auszudenken und zu schlafen. Um 10 gebe ich der Kleine nochmals zu trinken, auch im Dunkeln. Nun und dann schlafen wir beide, bis zum anderen Morgen. Ich muss dir gestehen, dass mich die Kleine so voll in Anspruch nimmt, dass ich außer der Zeitung kaum zum Lesen komme. Außerdem hat man mir so schöne Wolle zum Stricken geschickt, dass ich viel Zeit damit zubringe. Weißt du, das ist eine sehr beruhigende Beschäftigung. Man sitzt, strickt und denkt dabei an vieles oder nichts. Und dabei entstehen hübsche Sachen für die Kleine. Ich habe ihr nun ein Pullover und dazu passend eine lange Hose mit Schuhchen daran gemacht und bin jetzt bei den Handschuhen. Du fragst, ob ich schon daran gedacht habe, was unser Leben zu dreien wäre. Aber lieber, das ist das Hauptthema meines abendlichen etwas Schönes Ausdenkens. Wir wären wohl zu glücklich und das hat wohl nicht sein sollen. Von dir möchte ich wissen, ob du dich rasierst oder mit dem Bart bist. Im Übrigen sind meine Haare nun so lang, dass ich sie aufgesteckt trage. Aber ich muss schließen. Der Anita habe ich deine Küsse auf jede Backe gegeben. Aber sie ist mit mir einer Meinung, dass wir deine Küsse lieber in natura haben möchten. Denn auf dem Papier sind sie uns zu trocken. Rio de Janeiro, 5. Oktober 1937. Meine geliebte Kleine, wir befinden uns hier wieder im Kriegszustand, wie du aus den Zeitungen wissen wirst, doch meine Lage hat sich nicht verändert. Du kannst ganz ruhig sein. Gesundheitlich geht es mir nicht schlecht und mein Leben ist immer dasselbe. Augenblicklich habe ich viele Bücher und Zeitschriften, die mir Mama geschickt hat. Mit ihnen verrinnt die Zeit etwas weniger langsam. Wie geht es unserer Anita Leocadia? Ich warte mit gewisser Ungeduld auf Nachrichten und Informationen über unsere Kleine von dir. Berlin, 9. Oktober 1937. Mein lieber Carlos, jetzt fehlen nur noch wenige Tage und es wird ein Jahr, dass ich vom Schiff in Hamburg hier nach Berlin ins Frauengefängnis gebracht wurde. Ich musste gestehen, dass ich aufgrund der Besonderheiten meiner Lage die Hoffnung hatte, bald wieder die Freiheit zu erlangen. Nun aber ist ein Jahr vergangen und obwohl ich von keinem Gericht zu einer Strafe verurteilt werde, genügt der Begriff von Schutzhaft, um festgehalten zu werden. Jetzt fange ich an, mich auf längere Haft einzustellen. Deshalb brauchst du aber nicht zu denken, dass ich alle meine Hoffnungen begraben habe. Es werden schon wieder bessere Tage kommen. Rio de Janeiro, 19. Oktober 1937. Geliebte, ich habe gelesen, was du Mama für den Fall geschrieben hast, dass unsere Kleine nicht bei dir bleiben kann, und bin mit deiner Entscheidung absolut einverstanden.
Ich hoffe noch, dass man Anita erlaubt, weiterhin an deiner Seite zu bleiben. Aber wenn nicht, sollte sie unserer Mutter übergeben werden. Ich leide zusammen mit dir, wenn ich nur an die Möglichkeit einer solchen Trennung denke und kann mir gut vorstellen, was das für dich bedeutet. Das Leben hat in seiner Brutalität schon allzu viel von dir verlangt, aber ich vertraue weiterhin auf deine Kraft, denn ich weiß, dass sie aus einer unerschöpflichen Quelle kommt. Berlin, 24. Oktober 1937. Mein lieber Kali, vorgestern war sie richtig krank. Scheinbar ist ihr das Mittagessen, Spinat, nicht bekommen. Denn gegen Abend fing sie an, furchtbar zu erbrechen. Und alles auf mich. Und das in einer Zelle mit nur einem Eimer Wasser. Das ging ein paar Stunden immer wieder los, bis sie dann endlich einschlief. Aber meine Milch war wohl die beste Medizin. Denn schon am anderen Tag war sie wieder munter. Heute habe ich versucht, Anita mit deinem Bild bekannt zu machen. Ich hielt es vor sie hin und sagte, Papi. Sie sah sich sehr erstaunt an und musste dann lachen. Dann wollte sie das Bild in den Mund stecken. Und da ich das nicht zuließ, so wurden die ersten Annäherungsversuche wieder abgebrochen. Hast du eigentlich ein Bild von mir? Rio de Janeiro, 2. November 1937. Olga, meine geliebte Kleine, du hast recht, es ist keine passende Erziehungsmethode, Kinder zu Äffchen oder Papageien zu machen, die nur die Eitelkeit der Eltern befriedigen. Kinder leiden unter solchen Methoden und normalerweise zeigen sie nicht gerne vor, was man ihnen beibringt. Das Schönste an Kindern ist ja gerade dieser Mangel an Künstlichkeit, ihre Natürlichkeit. Ihre intellektuellen Anlagen können sich nur in Freiheit entfalten. Treibende Kräfte sind dabei Neugier und Nachahmungstrieb, die Kinder instinktiv besitzen. Das Wesentliche bei der Erziehung ist das Wissen darum, wie diese Kräfte zu nutzen sind, wie man ein Kind so anleiten kann, dass es sich praktisch, ohne es zu merken, in die soziale Welt einfügt, in der es leben wird. Nur anleiten, ohne dabei Hindernisse für seine Entwicklung zu errichten oder das Kind zu zwingen. Zu zwingen, Dinge zu tun, die keine Bedeutung oder Nützlichkeit für es haben. Wie viel hätten wir einander über all das zu sagen? Und stell dir nur vor, wie oft ich dich schon beim Stricken gestört hätte, wenn ich an deiner Seite wäre. Aber du wärst nicht böse, oder? Du fragst, ob ich einen Bart trage. Nein. Ungefähr alle 2 Wochen rasiere ich mich. Das ist besser, um weniger alt auszusehen. Der Bart wird gerade nämlich immer weißer. Berlin, 8. November 1937. Mein lieber Carlos, als traurige Nachricht kann ich dir mitteilen, dass ich nun unsere Kleine abstillen muss. Das heißt, dass es nicht mehr lange dauert und man wird sie mir wegnehmen. Manchmal schläft mir die Kleine jetzt abends im Schoß ein und da sitze ich dann, halte unser Kindchen und bin traurig. Die letzten Tage habe ich die Kleine fast die ganze Zeit im Bett gehalten, denn auf dem Fußboden ist es jetzt so kalt und zugig und ich bin nun auch etwas ängstlich geworden. Nun kann die Kleine auch nur wieder eine halbe Stunde an die frische Luft und so schwer es auch für mich ist, mich von dem Kinde trennen zu müssen, so ist mir doch ein Trost. Bei der Großmutter wird unserem Liebling wenigstens nichts fehlen. Allerdings wird auch der Kleinen die Trennung sehr schwer fallen, denn sie ist so ganz nur auf mich eingestellt. Wenn man jetzt die Zellentüre aufsperrt, so kommt sie ganz schnell zu mir und klammert sich an mich, als ob sie Schutz suche. Berlin, 22. November 1937. Mein lieber Carlos. Wunderschön ist es, wenn sie Küsschen gibt.
Zwar beißt sie noch manchmal, aber oft stellt sie sich in meinen Schoß hoch, schaut mich mit ihren blauen Sternchen an, patscht mir mit der Hand im Gesicht herum und gibt Küsschen. Sie ist ein richtiger kleiner Schmuser geworden. Für mich ist es eine unbeschreibliche Freude, die Zuneigung dieses kleinen Wesens zu fühlen. Dabei ist man selbst so eingestellt, dass man gerne alles gibt und überhaupt nicht an sich denkt, nichts für sich selbst erwartet. Nun, das ist wohl, was von alters her verherrlicht und besungen wird: die Mutterliebe. Ich spreche mit dir darüber, denn dies ist etwas Neues in meinem Leben und sicher auch deshalb, weil sich in mir alles auflehnt gegen diese bevorstehende gewaltsame Trennung. Rio de Janeiro, 8. Dezember 1937. Olga, meine Geliebte, du fragst mich, ob ich ein Foto von dir habe. Ja, Liebe, schon seit den ersten Tagen unserer Trennung. Ein glücklicher Umstand ließ mir 3 oder 4 Tage nach unserer Verhaftung ein schönes Foto von dir in die Hände fallen. Es ist zwar aus der Zeitung, aber die beste Fotografie, die ich von dir kenne. Ich hoffe, dass ich dir eines Tages dieses kleine Stück Papier zeigen kann, das mich seit fast 2 Jahren begleitet und trotz all meiner Vorsicht schon die Spuren der Zeit und der vielen Male, die ich es in der Hand hielt, trägt. Berlin, 22.12.1937. Mein lieber Carlos, mein Trost in all den schweren Tagen ist unsere kleine Anita Leocadia, die glücklicherweise noch bei mir ist. Denk nur, sie läuft jetzt durch die ganze Zelle. Stell dir vor, wie schön das wäre, wenn sie auf dich zulaufen, ihre Arme um dich schlingen, ihr Köpfchen an deinem Knie reiben und zu dir selbst Papa sagen könnte. Im Übrigen sagt sie jetzt oft Papa, Mama, als ob sie wüsste, dass diese beiden Begriffe zusammengehören. Rio de Janeiro, 3. Januar 1938. Olga, meine Geliebte, das Wichtigste und mich am meisten Beruhigende ist, dass unsere Tochter weiterhin bei dir ist. Ich kann mir ihre schönen Augen gut ausmalen und mir ihr Lächeln vorstellen, doch der Wunsch, die geliebte Tochter zu sehen und küssen zu können, wird jeden Tag mächtiger. Du verstehst das, nicht wahr? Aber dieser Schmerz, der auf meinem Herzen lastet und ein bisschen auch das Gefühl des Aufbegehrens gegen die Tragik des Lebens, die mich dieses großen Vergnügens beraubt hat, nehmen ab, wenn ich deine Beschreibungen lese. Dann kann ich mir auch vorstellen, wie groß deine Freude ist, trotz aller traurigen und harten Seiten deines jetzigen Lebens. Berlin, 5. Januar 1938. Mein Lieber, diese kleine Person hat einen solchen Dickkopf, dass ich nur annehmen kann, dass er die Summe unserer beiden harten Köpfe darstellt. Unsere Kleine führt sich nämlich ähnlich auf, wenn sie etwas haben will. Sie stampft mit den Füßen, weint und wird blau vor Trotz. Erreicht sie ihr Ziel, zum Beispiel, wenn sie zu mir auf den Arm genommen werden will, so müsstest du den befriedigten Ausdruck ihres Gesichts sehen. Da sie wohl augenblicklich die Zähne nicht plagen, ist sie guter Gesundheit, voll Übermut und Fröhlichkeit. Wenn wir auf dem Hof spazieren gehen, so lasse ich sie jetzt häufig durch einen Gurt gehalten, frei laufen. Sie führt sich ungefähr wie ein junges Füllen auf. Rennt vorwärts im Kreise herum und geht es nicht schnell genug, so trippelt sie auf der Stelle, als ob sie tanzen wollte. Alle anderen Gefangenen lachen über sie und man nennt sie den Sonnenschein von der Barnimstraße. Du müsstest sie morgens sehen können, wenn sie mit einem langen Nachthemd
bis zum Boden und blauen Wollschüchen, die Haare wirr um den Kopf und roten Backen vom Schlafen, schnell durch die Zelle läuft. Sie sieht aus wie eine kleine Frau in Lilliput-Format. Jetzt muss Anita gebadet werden. Wir umarmen dich beide, voll Liebe und Zärtlichkeit. Und es küsst dich deine Kleine. Rio de Janeiro, 31. Januar 1938. Olga, meine geliebte Kleine, tief aufgewühlt schreibe ich dir diese Zeilen. Vor mir liegt ein Brief von Mama, in dem sie mich davon informiert, dass sie nach Berlin gereist ist, um unseren kleinen Liebling in Empfang zu nehmen. Liebe, ich muss dir, glaube ich, nicht beschreiben, was sich in diesem Augenblick alles in meinem Herzen abspielt. Du weißt, ich trage gemeinsam mit dir diese schwere Last. Und du verstehst sicher gut, wie sehr mich die Brutalität dieses Schlags gegen dein Herz empört. Mehr denn je bin ich jetzt mit meinem ganzen Herzen und allen meinen Gedanken bei dir. Wieder einmal vertraue ich auf deine Kraft und Energie. Und das gibt auch mir die Kraft zu leben und auf bessere Tage zu warten. Berlin, 12. Februar 1938. Mein lieber Carly, sicher bist du durch unsere liebe Mutter längst davon informiert, dass unsere Kleine nicht mehr bei mir ist. Ich darf wohl sagen, dass neben dem 5. März 1936 der 21. Januar 1938 zu den schwärzesten Tagen meines Lebens gehört. Du wirst, soweit ein Mann überhaupt dazu imstande ist, verstehen, was in mir vorging. Um es ganz zu begreifen, muss man wohl selbst Mutter sein. Angesichts solcher Ereignisse steht man vor der Alternative, daran zu zerbrechen oder hart zu werden. Und du weißt, dass nur das Zweite für mich in Frage kommt. Dabei hilft mir glücklicherweise, dass ich noch imstande bin, zu unterscheiden zwischen der Bedeutungslosigkeit der Fragen der eigenen kleinen Person und den allgemeinen weltgeschichtlichen Ereignissen unserer Zeit. Aber hast du einmal darüber nachgedacht, wie sonderbar des Schicksals Fügung sind? Wir beide, auf verschiedenen Erdteilen und hinter Gefängnismauern. Aus unserem gemeinsamen Leben ist ein neues Menschlein hervorgegangen und dieses befindet sich nun sicher und geborgen in den Armen unserer lieben Mutter. Möge Anita Leocadia dort die Vertreterin unserer Liebe und Achtung Mama gegenüber sein. Du schriebst in vielen deiner Briefe, dass du dir mein Bild schon nicht mehr ohne unser Kindchen im Arm vorstellen kannst. Jetzt musst du das wieder umstellen. Aber deine Kleine, nun wieder mit leeren Armen, ist nicht mehr dieselbe wie ehedem. Nur im Schlafe, wenn ich träume, dass Anita bei mir ist, bin ich ein bisschen glücklich. Ich schicke dir mit diesem Brief eine Fotografie unserer Kleinen. Wie du siehst, ist sie ganz staunen. Ich habe sie aus ihrem Mittagsschläfchen aufnehmen müssen und nun wundert sie sich über den Fotoapparat. Vielleicht gelingt es unserer lieben Mama, einmal ein Lächeln Anitas auf einem Bild für dich festzuhalten. Weißt du, ich habe schon manchmal daran gedacht, dass dieses süße Lächeln unserer Kleinen sicher einen Hauch des Glücks ihrer Eltern trägt. Seit Anita Leocadia von mir weg ist, halte ich täglich lange Zwiegespräche mit dir.
Möge doch noch der Tag kommen, an dem wir wieder vereint sein werden. Es umarmt und küsst dich von ganzem Herzen, deine Olga.